Was geht ab, Jungs? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar sprechen wir heute über die neuen Weekend League Änderungen, die zu EFC 25 in Kraft treten werden. Wir bekommen ein neues Weekend League System. Dazu später aber mehr. Lange ist es her, als ich so ein längeres Video rausgehauen habe. Ich habe bis dato, glaube ich, über einige Monate lang nur Shorts etc. hochgeladen. Umso mehr freue ich mich halt, zu EFC 25 neue Videos hochzuladen. Falls ihr das appreciated, lasst gerne ein Like da. Wer neu auf diesem Kanal ist, gerne kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine News mehr zu verpassen. Denn es werden jetzt in Zukunft mehr Videos und vor allem halt auch mehr Streams und längere Streams kommen. Ihr seht auch schon im Hintergrund, wir bekommen ein komplett neues Weekend League System, wo es 10 Ränge insgesamt geben wird. Die zeige ich euch später. Die Playoffs, also die Quali, hat nur noch 5 Spiele statt 10 und man muss 3 von 5 gewinnen, um sich für die Weekend League zu qualifizieren. Und für die Weekend League hat man keine 20 Spiele mehr, sondern 15 Spiele. Ich finde, das hätte man eigentlich nicht ändern müssen. Ich fand das eigentlich sehr, sehr geil, so wie es war mit 20 Spielen. Das hat perfekt gepasst. Die Ränge hätte man bearbeiten können mit Bronze, Silber, Gold und so weiter und so fort. Das hätte ich vielleicht noch angepasst. Und halt, dass man sehen kann, was die Freunde so geholt haben pro Woche. Das fand ich halt damals schon sehr, sehr nice. Aber ja, hier seht ihr im Hintergrund die ganzen Punkte. Das ist jetzt leider alles auf Spanisch, weil das auf Spanisch zuerst geleakt wurde. Und ihr seht auch die Ränge. Man bekommt jetzt pro Sieg nur noch einen Punkt. Das heißt, um Rang 10 erst zu erreichen, braucht man 2 Siege von 15. Für Rang 9 4 Siege. Für Rang 8 6 Siege. Für Rang 7 7 Siege. Für Rang 6 8 Siege. Für Rang 5 9. Für Rang 4 10. Für Rang 3 11 Siege. Für Rang 2 13 Siege und wer Rang 1 holen will, muss alle Spiele gewinnen, also alle 15 Spiele. Das ist sehr, sehr crazy, vor allem halt, weil man für Niederlagen auch keinen Punkt bekommt. Und ihr seht selber hier von Rang 8 mit 6 Siegen bis Rang 3 mit 11 Siegen zählt jeder einzelne Sieg, beziehungsweise jedes Spiel wird da entscheiden für die darauffolgenden Ränge. Ich finde das sehr, sehr krass, wie das Ganze gehandhabt wird von EAs Seite aus. Es wurde halt schon geleakt, das heißt, das ist eigentlich schon offiziell, aber ich hoffe wirklich, dass das nicht so kommen wird. Und was noch krasser ist, die ganzen Rewards wurden schon geleakt für Food Champions, also für die Weekend League. Und zwar bekommt man für Rang 2, ich versuche das jetzt mal mit meinen schlechten Spanischkenntnissen zu übersetzen, für Rang 2 bekommt man 110.000. Jungs, hier an der Stelle spricht mein Zukunfts-Ich. Ich werde jetzt in den nächsten paar Minuten wahrscheinlich sehr, sehr oft Base-Icon sagen, aber hier steht ganz deutlich eine Base-Hero. Dann bekommt man 2 Packs mit 1084 Plus-Spielern, was sehr, sehr krass ist. Man bekommt eine Base-Icon 86 Plus, was Untrade ist. Also intransferible ist Untrade und transferible ist tradable. Dann bekommt man ein Pack mit 2 Spielern, die 88 Plus sind. Man bekommt ein 25 mal 82 Plus-Pack Untrade und man bekommt noch 2 Sobres, also 2 Packs, mit 3 Team of the Week Spielern, die natürlich auch tradable sind. Und das ist sehr, sehr crazy. Rang 3 seht ihr selber, 80.000, ein 10 mal 83 Plus Pack. Man bekommt ein Base Icon. Also ich glaube, das mit den Base Icon, das wird so krass durch die Decke gehen in diesem FIFA. Man bekommt 2 87 Plus Spieler Untrade, man bekommt 20 82 Plus Spieler Untrade und man bekommt 2 mal 3 Team of the Week Player Pack Rated. Rang 4, was man theoretisch mit 10 Siegen holen muss, ist da schon realistischer und das ist auch krass. Man bekommt einfach für Rang 4 auch eine Base Icon Untrade. Man bekommt 10 mal 83 Plus Pack, 60.000 an Coins. Man bekommt 1 87 Plus Spieler, 20 81 Plus Spieler Pack und man bekommt 2 Packs mit einem Team of the Week Spieler, was tradable ist. Dann noch die Krönung für Rang 5, also wir reden jetzt hier von 9 Siegen, die man holen muss von 15, bekommt man 45.000, ein 10 mal 82 Plus Pack, eine Base Icon, die maximal 87 hat, Untrade, dann ein 87 Plus Spieler, 15 mal 81 Plus Pack und ein Team of the Week Spieler, was tradable ist. Und wenn dann auf Rang 6 gehen, sprich 8 Siege, kriegt man nur 30.000, ein 10 mal 82 Plus Pack, 2 mal 86 Plus Spieler, ein 15 mal 81 Plus Pack und 2 mal ein Team of the Week Pack, was tradable ist. Für Rang 7, sprich 7 Siege, bekommt man 25.000, ein 11 mal 81 Plus Pack, 2 mal 2 Pack mit einem Walkout drin, 2 Packs mit 7 mal 77 Plus Spieler Untrade und ein Team of the Week Spieler Tradable. Und das sind die letzten 3 Ränge, also Rang 8 mit 6 Siegen. Da bekommt man 20.000, ein 11 mal 81 Plus Pack, 2 Packs mit 7 mal 77 Plus Spielern, ein 85 Plus Spieler Untrade und ein Team of the Week Spieler Tradable. Der vorletzte Rang, da bekommt man nur 15.000, 11 mal 80 Plus Spieler Untrade, 2 Packs mit 7 mal 77 Plus Spielern Untrade und ein Team of the Week Pack. Und der letzte
letzte Rang, da bekommt man nur 5k, einen 84 plus Spieler, was Untrade ist, und zwei Packs mit wahrscheinlich 7, 77 plus Spielern. Also ihr merkt schon selber, wie krass diese Packs sein können, je nachdem, was man für einen Rang holt. Und was mich halt krass wundert, ist das mit den Heroes. Falls ich in den letzten paar Minuten Base Icon gesagt hatte, ich meinte natürlich Base Hero Karte, ist schon sehr, sehr krass, vor allem wenn man halt diese Ränge nacheinander holt, kann man da schon auf gute Heroes theoretisch spekulieren. Und das war es mit den ganzen Änderungen in der Weekend League. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch die Infos so gut wie möglich zusammenfassen. Morgen gibt es wahrscheinlich ein neues Video. Bis morgen wird wahrscheinlich noch mehr geleakt. Und ja, danke an alle, die bis hierhin geschaut haben. Kuss geht raus an jeden Einzelnen. Und wir sehen uns dann morgen bei einem erneuten Video und wahrscheinlich auch Livestream wieder. Und haut rein!